Mein Gefühl ist, auch wenn man die Telegram-Kanäle liest, dass es ihn noch nicht so richtig erreicht hat. Aber ich bin sicher, dass diese Macke, die das geschlagen hat, auf Dauer in seinem Image bleiben wird. Das wird nicht zu kitten sein. Die Leute müssen das erstmal wirklich alles kapieren, was da passiert ist. Die Erzählungen müssen rumgehen. Das, was mir zum Beispiel der Bekannte aus Woronisch erzählt hat. Und das Unsicherheitsgefühl wird steigen. Und das ist Gift für jemanden wie Putin, der eben genau daraus ja auch seine Popularität zieht. Auf jeden Fall ist ja absolut deutlich geworden, dass er die Kontrolle verloren hat. Er hat eine Figur hochkommen lassen, von der man wusste von Anfang an, dass er äußerst gefährlich ist. Es ist ein Gewaltverbrecher, der selber jahrelang im Gefängnis gesessen hat. Er hat mit Zustimmung des Verteidigungsministeriums und auch Putins Zustimmung letzten Endes diese Privatarmee gegründet. Diese Privatarmee zieht eine Spur des Todes durch Afrika. Sie rauben Afrika aus. Prigozhin ist ein Milliardär, wie die britische Zeitung The Guardian herausgefunden hat und recherchiert hat. Und der dann in Syrien weitermachen durfte und sich in Syrien auf die Seite von Assad schlagen durfte und bezahlt wurde mit Öl- und Gaslizenzen. Das heißt, also er hat sich jeden Dienst mit Billigung der russischen Regierung teuer bezahlen lassen und konnte deshalb eben auch an solche großen Verbände, Kampfverbände aufbauen. Er hatte eben auch das Geld. Und Putin wusste ganz genau, das ist ein echtes Risiko. Ich glaube, es ist der Anfang vom Ende, denn das, was da gestern passiert ist, das hat auch gezeigt, dass sich jemand aufschwingen kann und Putin zumindest versuchen kann, etwas zu diktieren. Mhm. Was Prigozhin wollte, er hat sich für den besseren Verteidigungsminister gehalten und er wollte die Generalität gleich mit übernehmen. Und dass er das konnte, das ist ja keine Entwicklung von gestern, sondern das geht ja über Monate, mindestens ein halbes Jahr, dass er derartig die Führung beschießt und beschimpft. Und dass er das konnte, meine Erklärung ist, dass er eine unglaubliche Rückendeckung haben muss. Das kann er nicht. Er kann nicht stärker als der Präsident sein. Und das hat er gestern versucht. Er wollte stärker als der Präsident sein. Er wollte dem Präsidenten seine Bedingungen diktieren. Und wann kann man das? Das kann man nur, wenn man sich wahnsinnig sicher fühlt. Und wann fühlt man sich sehr sicher? Wenn man Leute im Hintergrund hat, im Rücken hat. Und das ist in Russland der Geheimdienst oder die Geheimdienste. Prigozhin hätte sicherlich nicht diesen Vorstoß gewagt, wenn nicht unter der Annahme, und ich glaube daran, deshalb hat er dann auch eingelenkt, dass sich Akteure aus dem Sicherheitsbereich ihm anschließen werden. Mhm. Dass sozusagen Teile der russischen Armee überlaufen werden, andere Sicherheitsbehörden überlaufen werden. Der ist mit 400 gepanzerten Fahrzeugen gegen Moskau gefahren. Wer Moskau kennt, weiß, dass das eine Riesenstadt ist. Also 400 klingt viel, aber die verlieren sich in Moskau schnell. Was wollte er denn machen? Also sofort den Kreml angreifen in dieser Stadt? Mhm. Das macht alles sozusagen nur dann Sinn, wenn die Annahme ist oder sozusagen auch die Informationen waren, es werden sich immer mehr Teile der Sicherheitsbehörden ihm anschließen und dann kann er sozusagen erfolgreich sein. Trotzdem ist das natürlich für Putin eine massive Demütigung, wenn 200 Kilometer vor Moskau auf einmal eine Privatarmee aufläuft. Und ich glaube, dass jetzt anfängt in der russischen Elite, in der Moskauer Elite durchaus die Frage, kann Putin uns eigentlich beschützen, wenn es hier ernst wird? Und das im Hinblick auf diesen Kristallisationspunkt der Präsidentschaftswahlen, die nächstes Jahr sind, glaube ich, drei Prozesse, also die Unzufriedenheit mit dem Kriegsverlauf in der Ukraine, die anderen Narrative, die jetzt auch in der russischen Gesellschaft gesetzt werden und eine korrupte Elite in Moskau, die jetzt anfängt, sich noch stärker zu fragen, kann der Putin uns eigentlich beschützen? Und alles das drei sind hoffentlich Punkte, die dazu führen, dass das System Putin destabilisiert wird und dass er weiter an Macht verliert. Wie schnell das geht, wie deutlich das wird, wann das der Fall sein wird, weiß ich nicht. Aber ich glaube schon, dass das gestern ein Stück weit ein Wendepunkt auch in der Geschichte der Politik in Russland und hoffentlich auch natürlich im Ukraine-Krieg dann ist. Putin handelt auf Druck. Putin hat eine Schwäche erlebt und plötzlich verhandelt er. Das ist für uns ein Signal. Wir wissen, dass die russischen Streitkräfte, um auf Ihre Frage einzugehen, sehr schwach sind. Dass sie sehr viel aktivieren müssen, dass sie insbesondere zwar sehr viel Personal haben, aber nicht die geeignete Ausstattung. Und Putin hat jetzt erstmals in Verhandlungen eingewilligt.
und zwar mit Lukaschenko, und hat eine Lösung herbeigeführt, wo er nicht selbst beteiligt war. Unvorstellbar, auch nach den Reden, die Frau Adler und Herr Masalla eben angesprochen haben, dass die über Stunden gezeigt werden und abends kommt ein ganz anderes Resultat. Also die eine Rede war es. Ich sehe es auch, das ist das Anfang vom Ende, aber für uns auch ein Appell, nämlich der Appell, dass wir in der Unterstützung der Ukraine nicht nachlassen dürfen und dass wir jetzt die Schwäche Putins nutzen müssen, damit quasi sein Gravitationszentrum, die Krim, befreit wird von der Ukraine. Nicht unbedingt blutig, sondern indem mit weitreichenden Waffen, mit entsprechenden Raketen, aber auch mit Kampfflugzeugen die Versorgungslinien der Russen auf der Krim zerstört werden, sodass die russischen Truppen dort aufgeben müssen. Was sagt die Bundesregierung dazu? Bislang war die Bundesregierung berät sich gerade eng mit den Partnern auch. Das ist wichtig, mit den Amerikanern, mit den Briten, mit den Franzosen. Aber es ist alles noch zu frisch. Also, ne, auch wir sitzen hier und können spekulieren. Ich kann meine Wünsche äußern. Mhm. Wir haben Hoffnung, glaube ich, auch, dass das System Putin maßgeblich geschwächt wird. Aber vieles wird jetzt die nächsten Tage erst interpretiert werden können. Und viele Erkenntnisse liegen jetzt noch gar nicht auf dem Tisch. Und die Frage, ob wir sie überhaupt bekommen, die muss sich auch stellen. Aber es ist auf jeden Fall in irgendeiner Art und Weise ein Wendepunkt, was da gestern passiert ist. Und ich glaube, das ist erstmal gut. Putin hat ja irgendwann mal in einem Interview gesagt, das Schlimmste für ihn ist der Verrat und der Verräter. Und Lars Klingbeil hat das gerade gesagt. Also wenn ich Prigozhin wäre, würde ich, ich glaube, in der Nacht, jede Nacht, für die nächsten Jahre dreimal das Bett wechseln, um nicht erwischt zu werden. Also ich glaube sozusagen, der Mann lebt nicht mehr sicher. Und wenn Putin noch lange an der Macht bleibt, der hat den langen Atem. Das haben wir ja bei anderen Regimegegnern auch gesehen, die erst nach Jahren sozusagen vergiftet und ermordet worden sind. Von daher, ja, würde ich sagen, Prigozhin lebt in einer großen Gefahr. Mir würde es nicht leid tun, aber weil das ein Massenmörder ist, aber er lebt in einer großen Gefahr. Das Entscheidende ist, dass hier er offengelegt hat, worin offensichtlich aus seiner Sicht die Kriegsursachen waren. Mhm. Und er sich auf der anderen Seite als Anti-Elitentyp, Anti-Oligarchentyp präsentiert, genau. Also als eine mögliche Alternative im Machtkampf, gleichwohl er ja ein schwerreicher Oligarch ist, an dessen Fingern nicht nur Blut klebt in der Ukraine, sondern eben auch in weiten Teilen Afrikas. Unsere Mali-Mission ist wegen der Gruppe Wagner gescheitert. Sudan, die Evakuierung wegen der Gruppe Wagner und vieles mehr. Also hier sehen wir auch, dass die Machtkämpfe um die Nachfolge Putins begonnen haben. Und wir dürfen in der ganzen Debatte nicht vergessen, dass es jetzt darum geht, den NATO-Gipfel vorzubereiten und alles zu tun, dass unsere Unterstützung für die Ukraine nicht nachlässt. Wir dürfen keine Angst davor haben, dass Putin scheitert. Es gibt einen engen Zusammenhang natürlich mit der Frage, wie verläuft dieser Krieg und wie stabil ist dieses Regime Putin. Sollte der Krieg sozusagen weiterhin aus der Perspektive der Russischen Föderation schlecht verlaufen, wird die Machterosion einfach stärker werden. Dieser Krieg kostet, Frau Adler hat gerade eben gesagt, die Leute befürchten, ihr Geld zu verlieren. Also die wirklich Reichen befürchten, ihr Geld zu verlieren, haben es schon verloren und werden das nicht mehr länger zusehen. Letzten Endes muss man Folgendes sagen, würde ich jetzt sagen, das wird die nächsten Wochen und die nächsten Monate interessant werden. Putin hat doch jetzt nur zwei Möglichkeiten. Also entweder es bleibt alles so, wie es ist und dann erodiert seine Macht aller Wahrscheinlichkeit nach immer weiter. Mhm. Oder er wählt jetzt eine Kombination, ich sag mal sehr bewusst, sehr hart, zwischen Stalin und Erdogan. Erdogan, der den 2016er Putsch dazu benutzt hat, komplett sozusagen seine Gegner loszuwerden und alles nur mit Getreuen zu besetzen. Mhm. Also werden die nächsten Wochen zeigen, welchen Weg er gehen wird. Ob er die Kraft dazu hat, weil er muss seine Macht wieder stabilisieren. Mhm. Und jetzt mit Blick auf die Ukraine, je mehr Chaos in Moskau, desto besser für die Ukraine. Natürlich hofft die Ukraine auf schnelle weitere Unterstützung, um mehr voranzukommen. Denn was man nicht unterschätzen darf, ist auch der psychologische Faktor. Moral spielt eine sehr, sehr große Rolle. Für die ukrainischen Soldaten ist jetzt die Situation, dass sie sehen, Russland ist geschwächt. Russland ist auch im Inneren geschwächt. Und für die russischen Soldaten, die ja ohnehin nicht wissen, was sie in diesem Krieg da eigentlich tun und wofür sie kämpfen, ist das eine große Unsicherheit, dass sie sehen, dass es in ihrem eigenen Land auf diese Weise Unruhen gegeben hat.